Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, waren wir dort fertig? Ich glaube schon, weil wir waren ja auch oben. Genau, wir waren noch ganz oben. Ja, dann sind wir da fertig. Gut. Die haben also rausgeschmissen, die haben wir rausgeschmissen. Dann könnten wir jetzt noch weiterschauen. Warte mal, ich könnte mit dem Bike hier fahren. Mensch, habe ich mit, gut. Wo bist du denn hingestellt? Ach so, ja, beim richtigen Haus. Ach ja. Da hätten wir ein Haus. Baustelle, großes Haus. Motel. Tof. Das Kohle, oder? Nee, das ist normaler Stein eben. Denken wir schon. Aber nichts, wo ich gleich drauf schließen könnte, da ist eine Alchemiebench drinnen. Nee, da auch nicht. Das sind auch nur Wohnhäuser. Was wird das? Eisen, schade. Man dachte, da kommt jetzt Stahl. So, Render. Hallo? Ist da jemand? Okay, der ist auch hinüber.
Mal kaum. Hallo? Okay, dann würde ich sagen, können wir hier mal anfangen. Ist nix. Ah, da ist was. Ach so. Okay. Dann können wir als nächstes das da weg und das da hergeben. Sag mal, hast du glaubt, du kannst dich da einfach so einschleichen? Okay. Weg da. Gut, das ist das, wo ich schon war. Doch, da war ich gut. Immer einen Stock runter. Okay. Du
19 Uhr, noch geht's. Da geht's im Keller runter. Okay. Okay. Noch jemand? Eieiei. Okay. Ich liebe diese Kisten. Okay. Okay. Okay, da wäre es runtergegangen, verstehe. War zwar ein interessantes Haus, aber hat nicht das gebracht, was ich erhofft habe. Heute habe ich vorher angefangen. Na gut. Das Haus haben wir uns also angeschaut. Oh, was war das? Eine Einser-Axt, okay. Eine kaputte Workbench, okay. Die können wir dann abbauen. Da haben wir es. Aber bekommen wir Platz. Mhm.
So, bringen wir das Zeug mal heim. Bräuchte Messbecher. Da einmal, zweimal, hoch da, hoch da. Okay, so. Also, was haben wir hier? Die Teile. Das Geld, das Öl, Stoffwerzen. So. Da oben geben wir das und das rein. Da oben geben wir das, das und das rein. Das auch. Nitrat von mir was auch. Okay, so. Da. Ich habe wieder 150 Schuss, das ist super. Dreierbett. Wir hätten dann noch eine Axt. Wir hätten einen Hammer, einen neuen, eine Spitzhacke, die brauchen wir. Einen Vorschlag haben wir, den brauchen wir nicht. Jagdmesser brauchen wir. Das brauchen wir. Die Schaufel brauchen wir. So, dann haben wir noch dieses Papier hier. Und den Autoscheinwerfer. So, rein da. Okay. Hat gut aus. Ich glaube, wir sind ganz gut versorgt. Aber wie schauen wir da drüben aus? Das kommt im Prinzip daran. Die Nägel kommen da rein. So. Ich bräuchte definitiv noch ein paar Spikes. Machst du mir 45? Oh. Den da brauche ich nicht. So. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Der Einser hat 11 und 21, 13 und 24. Gut, scrap mal den. Der hat 33, 72, 24. Scrap mal den. Der hier 12, 47. Weg mit dem. Oh, weg mit dem. Dann haben wir hier noch zwei. Die hat 12, 2. Meine hat 11, 2. Ja gut, dann gehört eigentlich der gescrapped. Und der hier repariert.
Geht aber nicht, weil die Warteschlange gerade voll ist. Okay. Dann scrap mal. Also geht nicht, Warteschlange voll. Naja. Sind die Mods und da haben wir die Dinger. Batterien haben wir jetzt schon 4. Motor haben wir 2. Das kommt drüber in die andere Kiste. 6 Acid. Scrap. Okay. Da rein. Das da gehört noch zum Forge. Das auch. Okay. Kann ich irgendwas herstellen an Waffen? Oh, ich habe einen Punkt. Electric Fences and Bleed Traps. Da. Machen wir das so. Okay. So, komm her. Betonmischung. Den Rest gehen wir wieder da rein. Die Parts gehen wir da rein. Ich schau mal kurz, ob ich da irgendwas machen kann schon. Glaube aber nicht. Rezepte. Hier, die sind für einen Erdbohrer. Dafür bräuchte ich noch militärische Fasern. Dafür bräuchte ich Stahl. Das ist auch für Stahl. Ein Junk Turret. Und den Stun-Betten. Okay, kann ich alles noch nicht. Schade. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen schauen, ob ich was sortieren kann, essen und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist irgendwo meine Kleidung, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.